Ein ganz herzliches Willkommen an der Strandpromenade der Orakelnixe. Schön, dass du dabei bist und dir dieses Orakel ansiehst. Ja, wie ihr schon sehen könnt, ich habe sämtliche Register gezogen. Nicht alle, die ich habe, aber schon einige. Und ja, wir werden versuchen, hier von jedem Stapel etwas zu bekommen. Ein Kessel Buntes können wir es nennen oder das berühmt-berüchtigte Kraut und Rüben der Orakelnixe. Das heißt, wir lassen die Karten frei ihren Lauf, nicht in eine Schublade pressen, nicht in eine Etage. Nein, wir lassen sie heute schalten und walten, wie sie möchten. Allerdings müssen wir natürlich aufpassen, dass wir nicht zu viele auf einmal im Video haben, da die Urheberrechtler dies nicht immer so gerne sehen. Ja, aber zuallererst nehmen wir den Potenzkegel des Wilfried Willibalds. Sein Glücksrauch soll doch wieder jedem zuteil kommen. Eine gute Basis für euer eigenes Glück. Jawohl. Ein bisschen Glück für alle. So, für euch, für dich, für mich. Alles Schlechte darf gehen. Alle negativen Energien lassen wir schwinden, lassen wir davonfliegen. So, Wilfried Willibald, sende uns den Glücksrauch und wir bitten die himmlische Welt, das Universum, alles, was mitspielt, was mit dazu gehört, um Schutz, um Friede und um Klarheit und ja, jedem ein sonniges Gemüt. So, Wilfried Willibald, er glüht schon vor wie ein alter Diesel, der kleine Stinker. So, ja, dann fangen wir mal an. Mit was fangen wir denn an? Wir fangen mit diesen hier an. Ich mache noch ein Stückchen Platz. Denn die können durchaus sehr weit fliegen. So, wir setzen etwas höher an, dass sie auch die Chance haben, sich hier auszubreiten. Hoppala, okay. So, maximal 5 Karten. Wir schauen noch kurz ans Unterdeck. Hier haben wir das Haus, die Stabilität bei diesem Kipper. Hier haben wir 3 Stück. Okay, dann am besten noch 2, dann würde es perfekt passen. Dass wir dann wirklich nicht zu viel nehmen. Wir haben noch eine und wir haben hier noch eine. Zack. Und Unterdeck. Die Aufregung, die Vögel, die Weisheit, die Eulen. Da nehmen wir die nächsten auch maximal 5 Stück. 5 Stück für unser schönes Orakel. 1, 2, 3. Und ein ganzer Stapel mal wieder in den Sand. So, schüttel, schüttel, schüttel. Wir brauchen noch 2 Stücken bestenfalls. Da sind zu viele. Liebes Universum, bitte die Regeln einhalten, ja? Dürft ihr flattern, wohin ihr wollt, aber die Anzahl sollte hier schon gegeben sein. Okay, 1 lassen wir mal noch dabei. Dann noch maximal eine, sofern sie möchte. Jawohl, das war aber ein Schuss. So, hier geht es ums große Glück, um die Fülle. Jawohl, und wir schieben noch etwas, dass ihr das auch alle seht. So, und hier, die will auch schon fladdi, fladdi, fladder. So, würde ich auch jetzt mal ein bisschen weniger nehmen, auch bei maximal 5 Stück, also 4. Sonst wird es auch irgendwann mal zu viel zu deuten bei so vielen Kartendecks. Okay, 1, 2, 3, 4, eine noch. Die hängt hier in meinen Fingern. Lassen wir da dazu fliegen. So, es geht um eine Lernaufgabe, eine vielleicht auch schicksalshafte Verbindung. So, und die Home of Love. Da können fliegen, so viele möchten. Da habe ich freie Bahn von der Anna Meyer. Vielen lieben Dank dafür. Sie ist eine Urheberrechterin, eine Copywriterin.
die hier es erkannt hat, dass man auch anders mit seinen Dingen umgehen kann, freigeben kann. Denn es ist schließlich hier auch eine Art Werbung. Und ich sehe, hier sind sogar etwas zu viele. Das heißt, wir legen diese nochmal zurück. Das wäre das Schiff gewesen. Hoppala. Ich will trotzdem nicht alle auf einmal. Also Schiffssehnsucht, etwas darauf vorankommen. Okay. Das können wir noch gelten lassen. Gibt es da drüben auch noch was? Ist auch wieder so viel. Hei, hei, hei. Ein bisschen weniger. Sonst bin ich hier bis morgen noch beschäftigt. So sieht es ein bisschen besser aus. Ein bisschen verteilt. So, letzte Chance. Vorbei. Zack. Und wir haben, etwas wird bereinigt. Etwas wird gekehrt, geklärt. Wow. Also, lassen wir sie gerade mal so liegen. Seht ihr sie noch? Knapp am Rande. Oh je. Wo fangen wir an? Ja, wir fangen mit denen an, die wir auch zum Anfang hatten. Hier geht es doch tatsächlich um ein Liebesglück oder eine Herzensverbindung. Ja, um das Wohnzimmer, vielleicht zu Hause endlich ankommen, im Herzensglück, mit dem Herzen sich wohlfühlen, mit dem Herzen angekommen zu sein, sich ganz und gar angenommen fühlen. So, gehen wir weiter. Hier haben wir ein unverhofftes Geld, einen Schatz gewinnen, etwas kommt ins Positive, auch wenn man nicht mehr dran geglaubt hat. Es geht um die Zusammenkunft, ein Treffen. Oh, hier hat aber jemand noch trübe Gedanken oder hatte in Bezug auf ja, die Fülle, die Schönheit, vielleicht auch in Bezug auf einen Menschen. Im Kipper sind es ja die Personenkarten nicht nur als Personen an sich zu deuten, sondern auch als Energien. Dies heißt hier sowas wie ja, die Ausgeglichenheit, die Schönheit, die Fülle, die Besonnenheit, Klarsicht, die Ruhe in sich selbst. Also hier möchte vielleicht jemand wieder Ruhe in eine Situation hereinbekommen, die Klarheit, die trüben Gedanken wegblasen, die Wolken wegblasen, um dann letztendlich wieder ja, in ruhigere Gewässer fahren zu können. So, es geht weiter. Wir haben ein Gegenüberlein, männlich oder weiblich, schaut in das Vorankommen. Oh, es gestaltet sich hier aber etwas schwierig oder auf Umwegen. Etwas darf aber auch geplant werden. Die Schlange heißt auch einen Plan haben, ja, wie in der Route. Man hat eine Route ins Navi eingegeben. Wir schauen einmal weiter, um was es denn sich hier handeln könnte. Also die liegen alle unten hier. Dann fangen wir doch mal hier mit diesem Wursteli an. Wir haben den Mond, die Intuition, die Gefühle. Ja, hier klopft der Wind an die Gefühle. Das Gemüt, wie gesagt, ja, das ist auch eine Art, soll ich sagen, ja, Träume, Nachtträume, Tagträume, Wünsche, auch die Gedanken. Und hier geht es um weitreichende Gedanken, vielleicht auch viele Gedanken. Hier ist der Park, also um dieses und jenes macht sich hier vielleicht jemand Sorgen. Denn hier ist noch etwas zu bereinigen, zu klären, etwas steht noch im Weg. Etwas darf bereinigt werden. Hier sind die Wolken. Also hier tappt noch jemand im Dunkeln oder tappte im Dunkeln. Das darf jetzt geklärt werden. Ja, denn hier geht es um Herzschmerz. Also hier hat jemand Amors Pfeil zack hinbekommen. Hat hier irgendwie angestochert, angepiekst, angedockt. Und ja, hier darf nun etwas geklärt werden. Wir schauen mal, was ist denn hier los? Das ist die Verbindungskarte, dann nehmen wir das hier.
Es geht hier entweder wirklich um eine Geschäftsverbindung, aber dann wäre es eine herzliche Geschäftsverbindung, oder aber auch die Stabilität sich verankern. Das haben wir hier ja schon mit im Wohnzimmer. Man möchte sich zu Hause im Heimathafen wohlfühlen, angekommen fühlen, dies mit Sicherheit zum Erfolg bringen. Nochmals das Haus, die Stabilität, ankommen, wohlfühlen, die Klärung, die Klarheit, die Wunscherfüllung. Oh, haben wir aber noch momentan eine Stagnation oder etwas bremst jemanden aus, möchte man aber mit Gefühlswärme und Stärke voranbringen und hier das Gegenüberlein wieder selbst weiß ganz genau, dass ja für dieses Chaos er oder sie, je nachdem auf wen ihr schaut, hier verantwortlich ist und hier eine Klarheit hereinbringen, eine Klärung, eine Wahrheit vielleicht auch aufdecken, dicken, Klartext sprechen. Vielleicht ist hier eine Aussprache nötig. Wir haben nochmals die Sonne, die Erfolgskarte. Ja, hier möchte wieder jemand die Sonne scheinend im Herzen haben, der Energiestab, Zauberstab, Wunscherfüllung. Hier möchte jemand jetzt wirklich etwas vorantreiben mit voller Kraft und Energie in Hoffnung, Zuversicht und Glückseligkeit. Wow, auf eine Herzdame oder Herz gegenüber, auch männlich, auf wen ihr eben schaut, münzt es um. Ja, es wird Zeit, dass jemand ein Kartendeck erfindet, in dem nur noch Fragesteller, Fragestellerin ist, männlich und weiblich und gegenüber, Gegenüberinnen, wie auch immer. Denn es ist echt, sonst finde ich etwas gemein, auch für die Kartenleger, die hier immer alles versuchen, recht zu machen. Das heißt, immer alle Beteiligten zu benennen. Also, hier möchte jemand mit Mut, Kraft, Zuversicht, ja, starker Energiestab, die Sonne im Herzen wieder spüren können. Jemand bremst ihn aus oder sie oder etwas. Hier darf man klären, um hier das Glück mit diesem Herzmenschlein leben zu können oder auch wieder aufleben lassen zu können. Dann haben wir und schon wieder ihn, das dritte Mal jetzt. Das Menschlein hat hier Aufgaben zu erledigen. Ja, hier geht es vielleicht auch um die Wahrheit. Etwas wahrhaftig aussprechen in Bezug auf Familie, Harmonie, auch die Anziehungskraft. Und die Dame das zweite Mal oder auch das dritte Mal, je nachdem, könnte hier auch nochmal sein. Also die Dame ist hier ein absoluter Burner und das mit Wahrheit, Wahrhaftigkeit, denn die Rute zeigt hier in die Lilien. Das ist dann als Wahrheit zu sehen, denn der Fuchs geht hier raus. Das heißt, wenn es hier Lug und Betrug je gab oder etwas eben im Verborgenen blieb oder jemand unvorsichtig war oder zu vorsichtig war, ja, dann darf jetzt dieses Füchslein von dannen gehen. Und wir haben hier noch die Schlange. Das kann eine Art Heilung sein. Es kann auch die Verführung sein. Es muss keine Drittkonstellation sein, denn sie liegt ja nicht dazwischen. Ja, sonst wäre es anders zu deuten. Dann würde es hier wirklich, ja, heißen, dass die Schlange jetzt hier die Verführung wäre. Hier würde ich aber eher sagen, die Dame hier ist die Verführung selbst. Oder aber der Herr wäre noch gebunden und die Dame hier, auf den er schaut in diesem Fall, oder sie auf ihn schaut, wäre dann dazwischen geraten. Aber dann ist hier eh keine Anziehungskraft mehr zu dieser Schlange da. Oder aber es heißt eben auch Heilung und Intelligenz oder auch Planen. Wie gesagt, wer es mir nicht glaubt, hier steht, ich hoffe, es geht scharf. Ich versuche es mal. Es will nicht so ganz. Es heißt hier auch Zeittendenz geplant. Also hier kann sein, dass jemand lang geplant hat, vielleicht auch etwas auf die lange Bank geschoben hat, um hier auf eine Dame oder Herrin, je nachdem, auf wen ihr schaut, zuzukommen. Ja? Denn sie ist der Burner oder er. So, hier geht es wahrhaftig um eine feste Verbindung. Nochmal das reiche Mädchen. Also hier könnte es wirklich sein, dass die Dame hier wirklich viermal fällt als reiches Mädchen und zweimal als die Hauptdame. Ja, das reiche Mädchen, diese
Wunschdame, dieser Magnet, dieser Glücksgriff. Übrigens, die Schlange haben wir ja auch zweimal, ne? Ist also weniger wertvoll jetzt, wertschätzend wie die andere. Diese Herzdame oder eben der Herzmensch, auf den ihr schaut, hat ja ihn oder sie gefesselt, ins Gefängnis gebracht. Also Gefängnis in emotionaler Hinsicht, das heißt, hier fühlt sich jemand wirklich gefesselt, gefangen von dieser Anmut, von dieser Schönheit, von dieser Fülle, von dieser Strahlkraft, von dieser, ja, vielleicht auch Witzigkeit. Vielleicht ist hier jemand, der ja immer einen coolen Spruch parat hat, denn hier möchte man wirklich sich verankern, ins Liebesglück gehen. Ja, und ja, wie gesagt, wenn ich jetzt nochmal auf die Schlange sehe, sie ist nur zweimal hier gefallen. Das heißt, hier der Reiter geht weg von der Schlange. Das heißt nicht, dass er oder sie jetzt auf die Schlange zugehen möchte, auf Rivale, Rivalin oder sonstiges, sondern hier geht man wirklich weg. Das kann sein wirklich, dass es der Plan ist, hier auf jemanden zuzugehen. Ja, so rum, diese Richtung. Vielleicht will hier jemand auf den Gegenüberlein zukommen, glaube ich aber nicht. Denn wir haben hier ja nach den Energien von einem Gegenüberlein gefragt. Also, ich deute es wirklich so, die Schlange, wenn es hier noch Schwierigkeiten gibt, die sind in weiter Ferne. Es wird hier auf die Herzdame zugegangen oder den Herztypen, Herzkerl, je nachdem, auf wen ihr schaut. Und man plant hier vielleicht schon seit längerem mit Post auf die Herzdame, auf die, ja, auf die, wie sagen wir es, auf die Fülle, auf die Schönheit, auf die, ja, auf die Wunscherfüllung zuzugehen. Und auch hier heißt es wieder vielleicht auch eine Art Versöhnung. Vielleicht gab es hier irgendwelche Schwierigkeiten, die hier in der Vergangenheit waren. Man möchte hier sich versöhnen und etwas klarstellen. Ja, der Fuchs kann ja auf Ungereimtheiten stehen. Ja, wenn man ja übervorsichtig ist, dann kann es für Unklarheiten sorgen. Das heißt, wenn man nicht richtig rausrückt mit der Sprache, dann kann man ja sehr viel interpretieren. Und dann ist man auch manchmal auf dem Holzweg, auch wenn man eine gute Intuition hat. Manchmal interpretiert man etwas zu viel in etwas hinein. Ja, worauf, warum, warum, wieso, weshalb kommt es? Weil man hier den Schnabel nicht aufsperrt, ne? So wie mein Wilfried Willibald, er blubbert vor sich hin, weint aber auch bittere Tränen, weil er in der Vergangenheit wirklich wahrhaftig zu wenig geredet hat. Also dem musste ich erstmal richtig den Hals wienern, ja, mal richtig durchpusten und durchspülen, weil er einen richtigen Kloß im Hals hatte. Jetzt überschwappt er, die Gedanken überhäufen ihn, er tränt die Tränchen, er weint die Tränchen und blubbert aber auch vor sich hin. Also hier scheint jemand seinem Gefühlsschwall freien Lauf zu lassen. Ja, vielleicht kommt auch jemand mit Tränen in den Augen auf euch zu und gesteht vielleicht seine Liebe, seine Herzverbindung. Und ja, vielleicht denkt ihr das von diesem harten Kerl überhaupt nicht, aber es könnte sein, dass der eine oder andere, ich kriege schon Gänsehaut, hier vielleicht die eine oder andere Träne sich verdrücken muss. Oder wenn er mutig ist oder auch sie, lässt er es auch fließen und zeigt die Emotionen. Offensichtlich, ja, auch Männer dürfen weinen. Es ist ein alter Glaubenssatz, dass sie nicht weinen dürfen. Ja, meine Lieben, das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus, ne? Es sieht wirklich hart erarbeitet, kunterbunt aus, aber es hat alles einen Sinn. Es fließt auch ineinander und ich würde sagen, wir nehmen hier noch die Seelengedanken dazu.
So, da es sich ja doch um eine Herzensverbindung handelt, schauen wir, welche Botschaft hat das Universum noch hierzu? Heile und nehme dein inneres Kind in den Arm immer und immer wieder. Du bildest dir diese Liebe nicht ein und die Freundschaft ist die Basis, um Vertrauen aufzubauen. Ja, die Freundschaft, also den Hund an sich hatten wir jetzt zwar hier nicht drin, aber es kann sein, wenn es hier wirklich schwierig war und jemand hier noch Themen zu heilen hat aus der Vergangenheit, dass man erstmal eine gute Basis schafft in Form einer Freundschaft und dann schaut, wie vertrauenswürdig ist man gegenseitig. Füreinander auch da, hält man Versprechen ein, kann man sich auf diesen Partner verlassen und vielleicht gibt es auch noch innere Themen, sei es aus der Kindheit oder sei es mit alten Verstrickungen, all dem Erlebten, dann darf dies jetzt gehen, darf heilen. Man sollte es auf keinen Fall auf eine neue Verbindung übertragen oder mitnehmen. Es muss wirklich erstmal hier in Heilung gehen und man darf hier differenzieren, wer hier einem Schmerz zugefügt hat oder auch enttäuscht hat. Am Unterdeck haben wir noch, nehme all deine Gefühle an, sage ja, du darfst da sein, auch mit Tränen in den Augen. Ja, einfach so sein, wie man ist, Gefühle und Emotionen zulassen. Das darf offen kommuniziert werden, auch über Ängste, Zweifel, Sorgen, aber natürlich auch vor allem das Positive. Ja, was man fühlt, was man spürt, was man sich wünscht, was man sich vorstellen könnte, welche Träume und Ziele man hat. Wunscherfüllung, jawohl. Ja, meine Lieben, das war's für hier und heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Liken, teilen, abonnieren, kommentieren, Glöckchen drücken, seid ihr mal up to date. Und ich freue mich aufs nächste Mal an der Strandpromenade der Orakelnixe, euch begrüßen zu dürfen. Bis dann, deine Orakelnixe.